Im April war sein 75. Todestag. Dietrich Bonhoeffer, ein hochbegabter, weltoffener evangelischer Theologe, der zu einer entschieden christlichen Lebensform gefunden hat. Welche Bedeutung hatte für ihn das Gebet? Das bildungsbürgerliche Elternhaus, aus dem er kam, war nicht kirchlich, aber es war christlich. Die Männer in seiner Herkunftsfamilie sind alle Agnostiker. Es sind vor allem die Frauen, die Bonhoeffers Glaubensweg begleiten. Seine Mutter, seine Großmutter und Ruth von Kleist-Rezow, die Großmutter seiner späteren Verlobten Maria von Wedemeyer. Mit 25 Jahren war ihm klar, dass er bewusst mit Bibel und Gebet leben wollte. Wie werde ich ein Christ? Das wollte er herausfinden. Jesus Christus nimmt in seiner Theologie des Gebets die zentrale Stellung ein. Christus lehrt uns im Vater unser das maßgebende Gebet, das alles Beten umfasst. Wir können nur durch ihn im Gebet den Vater finden. Alle Gebete der Bibel sind solche Gebete, die wir mit Jesus Christus zusammenbeten, in die er uns hineinnimmt und durch die er uns vor Gottes Angesicht trägt, schreibt Bonhoeffer. So können wir auch die Psalmen nur in Jesu Namen beten. Das Vaterunser und die Psalmen sind für Bonhoeffer wie für Martin Luther Mustergebete der Christenheit. Bonhoeffer wertet den jüdischen Umgang mit dem Psalter nicht ab. Für ihn sind und bleiben die Juden Gottes erwähltes Volk. Wir beten die Psalmen mit David und Salomo als Repräsentanten Israels und mit Christus und seiner Gemeinde. In der Kirche beten wir nicht allein, sondern in und mit der Gemeinde der Heiligen. Die Fürbitte ist eine wesentliche Lebensform der christlichen Gemeinde. Das Beten muss geübt werden. Wir müssen die Sprache Gottes lernen, sagt Bonhoeffer, damit wir das rechte Wort finden, wenn er uns überrascht. Darum gehören für eine christliche Lebensweise Gebet, Bibellese und Meditation zusammen. In seinen Briefen aus der Haft spricht er von drei Haltungen, die zusammengehören: Beten, Tun und Warten. Das Beten, das Tun des Gerechten und das Warten auf Gottes Zeit. Christen wachen und beten mit Christus in Gethsemane. Sie nehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben teil. Darauf kam es Bonhoeffer an, von und mit Christus beten zu lernen.